Meine lieben Freunde, wir müssen reden. Kevin Kühnert gibt auf. Das war's für den Callboy der SPD. Er ist Geschichte. Er tritt nicht mehr an und er tritt zurück. Und was das im Einzelnen für Deutschland bedeutet, für die SPD bedeutet, darüber reden wir jetzt. Das politische Beben in Deutschland hört nicht auf. Erst Ricarda Lang, jetzt Kevin Kühnert. Mein Name ist Chris, ich bin freier Journalist und wenn ihr neu hier seid, lasst gerne ein Abo da. Dann erfahrt ihr zukünftig alles, was in Deutschland Schlagzeilen macht. Bei uns nicht nur informativ, sondern auch kommentiert. Wir schauen uns an, was bedeutet es für euch, was bedeutet es für uns und was steckt da dahinter. Und manchmal erfahrt ihr bei uns auch Dinge, die ihr im öffentlich-rechtlichen Diskurs gar nicht mehr mitbekommt, weil ARD und ZDF es einfach unter den Tisch fallen lassen und große Medienhäuser nicht drauf eingehen. Ja, Kevin Kühnert ist Geschichte. Er hat dem Vorstand vor einigen Tagen wohl schon mitgeteilt, für ihn ist es das gewesen. Warum hört der Generalsekretär, dem man ja unermüdlichen Ehrgeiz nachgesagt hat, jetzt auf? Offensichtlich macht ihm seine Gesundheit einen Strich durch die Rechnung. Und wir schauen uns mal an, was er da im Einzelnen kundgetan hat, denn das Schreiben da liegt vor. Wir schauen uns das mal an. Ich lese es euch mal vor. Kevin Kühnert, Mitglied des Bundestages, teilt also mit Datum von heute, 7. Oktober. Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, gut ein Jahr noch, dann findet die Bundestagswahl 2025 statt. Ich habe diesen Stichtag zum Anlass genommen und dem Spiegel in der vergangenen Woche ein Interview gegeben. Gefragt nach den Wahlchancen unserer SPD für 2025 habe ich gesagt, jeder von uns muss sich und wird in dieser Kampagne über sich hinaus wachsen. Diese Aussage bezogen auf die gesamte Spitze in Parteifraktion und Regierung ist meine tiefe Überzeugung. Die kommende Wahl ist offener, als viele das heute glauben wollen. Die Chancen für die SPD ergeben sich dabei aber nicht aus Abwarten, sondern einzig und alleine aus Anpacken. In den nächsten Monaten müssen enorme, und er redet weiter und weiter und weiter. Aber der einzig interessante Satz ist, er kann nicht über sich hinaus wachsen, weil er derzeit krank ist und seine Gesundheit das nicht hergibt. Ja, das scheint es für den Shootingstar der SPD im Generalbüro gewesen zu sein. Er wird also nicht Wahlkampfmanager. Nachdem er ja fulminant den Wahlkampf auch für die Europawahl vergeigt hat, ist das jetzt nicht wirklich ein Grund, um an dieser Stelle Trübsal zu blasen oder traurig zu sein. Es ist persönlich sicherlich ein Schicksalsschlag. Krankheit wünscht man niemandem, auch nicht dem politischen Gegner. Dass ich persönlich von der politischen Leistungsfähigkeit von Kevin Kühnert nie überzeugt war und ihm definitiv unterstelle, dass für ihn die Politik das Exit-Szenario war, was seinem Leben einen Sinn gegeben hat, da er ansonsten mit Sicherheit weder den Ertrag pro Monat erwirtschaftet hätte, noch diesen Einfluss gehabt hätte, wie er es jetzt in der Politik hat. Da sind wir uns, denke ich, einig. Nur auf der anderen Seite denke ich, dass man jedem Gesundheit wünschen soll, gerne auch in diesem konkreten Fall außerhalb der Politik. Also hoffen wir, dass er sich in Zukunft besserer Gesundheit erfreut. Gespannt sein darf man darauf, was er überhaupt hat, ob es sich hierbei um eine psychische Erkrankung, eine Belastung, eine Überbelastung, ein Syndrom handelt, was sich aus dem psychologischen Bereich oder eben doch körperlich um eine größere Beschwerde handelt. Das wird man mit Sicherheit herausbekommen. Er macht da im Moment noch ein Geheimnis draus, aber ich denke, wir werden es in Zukunft mitbekommen. Für uns steht an diesem 7. Oktober nun fest, nicht nur bei den Grünen wird es also deutliche Veränderungen geben, denn da wird sich die gesamte Parteispitze neu konstituieren. Nein, ich glaube, auch bei der SPD beginnt nun das große Reinemachen. Denn der Generalsekretär ist ja nun, ich sage jetzt mal, der oberste Politstratege, der den Wahlkampf managen wird. Und das ist so ähnlich, das kennen wir auch aus dem Schlagerbusiness oder aus dem Boxpromotorenbusiness. Wenn man einen Schlagerstar hat, der hinkend ist, der wirklich weitwund ist oder seit Jahren keinen Hit mehr gelandet hat, dann kann das Management auch nicht alles erreichen. So sieht es im Moment auch bei der SPD aus. Man muss
oder man will mit Olaf Scholz ins Rennen gehen im nächsten Jahr. Das bedeutet, egal wer hier Generalsekretär wird, es wird nicht einfach werden, denn der Einzige, der von Olaf Scholz wirklich überzeugt ist, ist Olaf Scholz. Und das ist, um das Beispiel nochmal zu beleihen, des Boxers natürlich sehr, sehr schwierig, wenn man hier in einer Gewichtsklasse an den Start geht, mit der man sich wirklich völlig übernimmt und das in den letzten 3,5 Jahren deutlich unter Beweis gestellt hat. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Was mich an dieser Stelle natürlich interessiert ist, wie seht ihr das? Was haltet ihr davon, dass Kühnert weg ist und dass damit nach Ricarda Lang der zweite Ungelernte aus der Politik einen Abgang macht? Kommt hier das große Reinemachen? Versucht man hier vor der nächsten Bundestagswahl Ballast abzuwerfen? Oder ist es wirklich ein Einzelschicksal, was hier passiert ist? Mich würde da eure Meinung interessieren. Schreibt es mir in die Kommentare. Und wenn ihr schon da unten seid, dann abonniert diesen Kanal. Denn ich habe gesehen, einige von euch schauen uns eifrig zu, sind gespannt, wie wir die gewisse Dinge bewerten, haben aber bis dato den Kanal noch nicht abonniert. Jetzt wäre die Gelegenheit dazu. Also teilt uns doch einfach hier eure Zuneigung mit, indem ihr den Kanal jetzt abonniert. Kostet nichts, bringt uns aber doch einiges, denn wir sind auf dem Weg. Bis Ende diesen Monats wollen wir die 20.000 Abonnenten erreicht haben. Einen kleinen Meilenstein, aber immerhin einen Meilenstein. Ja, und zum Schluss gibt es wieder was auf die Ohren. 7. Oktober, Rechtsempfinden für uns, von uns, für euch. Viel Spaß. Einst ein Land der Vielfalt, Wohn und Meinungen verstummen, muss es jetzt Stimmen geben, die auf Traditionen bauen. Familie, Sicherheit, das Herz der Heimat tief. Und Werte, die uns tragen, sind es, woran ich glaub und lieb. Wo links die Stimme lauter, braucht es rechts den Klang. Demokratie lebt davon, dass jeder sich äußern kann. Heimatliebe für den Ort der Wiege, klare Kante gegen allzu linke Triebe. Ein Gleichgewicht der Kräfte für unser Land so klar und sicher. Deutschland. Rechtsempfinden, eine Stimme für das Land. Für die Wurzeln, für die Heimat reichen wir die Hand. Traditionen waren mit dem Herzen stark und frei. Rechts der Mitte, in der Balance, da sind wir mit dabei. Sicherheit und Ordnung, das Fundament der Zeit. Ein Ort, wo Kinder wachsen in Geborgenheit. Wo man die Heimat schätzt, mit dem Mut Grenzen zu bauen. Respekt vor allen Kulturen, doch auf Vorsicht vertrauen. Wo links die Stimme lauter, braucht es rechts den Klang. Demokratie lebt davon, dass jeder sich äußern kann. Heimatliebe für den Ort der Wiege. Klare Kante gegen allzu linke Triebe. Rechtsempfinden, eine Stimme für das Land. Für die Wurzeln, für die Heimat reichen wir die Hand. Traditionen waren mit den Herzen stark und frei. Rechts der Mitte, in der Balance, da sind wir mit dabei. Nicht extrem, doch klar und fest, so werden wir immer stehen. Für die Werte, die uns einen in die Zukunft gehen. Ein starkes Land, ein freies Land, das ist unser Ziel. Im Herzen von Europa, doch nicht völlig fremdbestimmt. Mit einem Selbstwert, den uns niemand nimmt. Rechtsempfinden, eine Stimme für das Land. Für die Wurzeln, für die Heimat reichen wir die Hand. Traditionen waren mit dem Herzen stark und frei. In der Mitte, in der Balance, da sind wir mit dabei. Rechtsempfinden, unser Kompass, unser Licht. Für das Land, das wir lieben, für die Heimat, die uns schützt. In der Einheit, in der Vielfalt, finden wir den Weg. Demokratie in der Balance, da sind wir mit dabei. Habitat, Lebensraum Deutschland. Klare Kante, weil wir hier zu Hause sind.